Kunstform hat die Zeitabschnitte, die Gegenstand seiner Forschung waren, ja stets eingeordnet in die Bewegungsrichtungen menschlicher Zivilisationen, in deren Zustand. In seinem Werk Das Zeitalter der Extreme schrieb er über das 19. Jahrhundert, dass eine Periode des beinahe ununterbrochenen materiellen, intellektuellen und moralischen Fortschritts schien und auch war, dass also allgemein die Bedingungen des zivilisierten Lebens verbessert hatte. Das zweite, das 20. Jahrhundert dann, insbesondere die erste Hälfte von 14 bis zu den Nachwirkungen des Zweiten Weltkrieges, sah er als, Zitat, das mörderischste Jahrhundert von allen, als Katastrophenzeitalter zivilisatorischen Niedergangs an. Und dann ein Lichtblick, sozusagen das goldene Zeitalter einer sozialen Transformation in den drei Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg, also wieder Aufstieg von Zivilisation und dann aber wieder eine neue, wie er schreibt, Ära des Zerfalls der Unsicherheit und Krisen und für große Teile der Welt, ja dabei Afrika im Auge, die frühere Sowjetunion und Osteuropa, erneut eine Katastrophenzeit und gegenwärtig nun die Klima- und Umweltkrisen, Krieg allein nicht in der Ukraine, Unterernährung, Hunger von mehr als 8,5 Millionen auf der Erde, Autoritarismus in wichtigen Staaten. Und nun der Krieg in der Ukraine ist das jüngste Alarmsignal dafür, dass es sein könnte, die Welt nähert sich Kipppunkten, die abermals bedeuten, den Eintritt in eine längere Periode des Niedergangs der Zivilisation. Und besonders aktuell diese Überlegung, wo die Dinge hingehen, angesichts der Deutungskämpfe um den Charakter des Ukraine-Krieges, nämlich in diesen Deutungskämpfen ist die herrschende Interpretation, Selbstinterpretation des Westens, wer dem Bösen widersteht, ist selbst der Gute. In der Entgegensetzung zum Aggressor Russland stellt sich der Westen als das Reich der Moral, der Freiheit und der Demokratie schlechthin dar, das keiner Transformation mehr bedürfe, allenfalls einer zeitgemäßen grünen Modernisierung. Aber die globalen Krisen unserer Zeit verweisen ja wohl auf die Dringlichkeit einer umwälzenden Gesellschaftstransformation. Also nicht zufällig, dass in jüngerer Zeit die Debatte über das, was eine solidarische Gesellschaft sein könnte, ein demokratischer grüner Sozialismus wieder hoffähiger geworden ist, wieder an Gewicht gewinnt, soziale Umverteilung. So schrieb Hobsbawm im Ausblick seines Zeitalters der Extreme, nicht so sehr Wachstum werde den Fortschritt im 21. Jahrhundert bestimmen. Damit verwies er auf fundamentale Brüche, die unser aller Leben erheblich umkrempeln, umstürzen werden. Aber die dringliche Frage, die bewegt uns alle ja immer wieder, ist, wie denn der Weg aussehen könnte zu einer solidarischen Gesellschaft, die so viel umstürzen wird. Die Wirtschaftsjournalistin und Spiegel-Bestseller-Autorin, wie sie gern genannt und propagiert wird, Ulrike Herrmann, die stellte in ihrem jüngsten Buch fest, für diesen Weg gibt es kein Konzept. Hobsbawm hatte zu Beginn unseres Jahrhunderts eine Welt gesehen, Zitat, in der wir nicht mehr wissen können, wohin unsere Reise führt. Aber immerhin, wir haben inzwischen bestimmte Vorstellungen von den Umrissen einer solidarischen Gesellschaft, wie man sie sich wünschen könnte. Aber die tastende große Frage bleibt, was bitte sehr kann der Weg sein zu einer solidarischen Gesellschaft und wie soll dieser Prozess in Gang kommen? Ich will 7 Anmerkungen dazu machen, zu dem Weg und zu diesem in Gang geraten. Erstens, der Weg doppelte Transformation. Also auf der einen Seite werden Reformen, und das ist schon immer eine der traditionellen großen Strömungen in der pluralen Linken, auf der einen Seite werden Reformen größte Bedeutung haben, mit dem großen Vorzug, Reformen funktionieren im Glücksfall. Die sind überschaubar im Schrittmaß. Das heißt, die Schwelle, sich hineinzubegeben in Reformprozesse, ist nicht zu groß.
Und sie sind doch oft erfolgreich. Das heißt, sie sind mobilisierungsfähig. Sie können Leute mitnehmen. Sie sind also wichtig gewesen für den zivilisatorischen Fortschritt in der ganzen letzten Zeit. Aber das große Defizit, sie rühren nicht an die Grundstrukturen des Systems. Sie rühren nicht an Eigentumsverhältnisse. Sie rühren im Grunde genommen nie an die Machtverhältnisse. Und damit stoßen sie in einer Zeit, in der das aber dran ist, nicht mehr durch bis zu den notwendigen großen Umwälzungen. Dagegen wurden dann immer in der Geschichte der Linken Brüche von revolutionärer Qualität gesetzt, mit dem großen Vorzug, dass das Konzept von revolutionären Brüchen aufmerksam macht auf die eigentlichen tiefen Strukturen, die verändert werden müssen, um auch an der Oberfläche die Dinge bewältigen zu können. Das ist der große Vorzug. Man kommt zum Kern der Sache und weiß, worum es in der Perspektive wohl wirklich gehen muss. Aber das große Defizit heute ist, sind die Gesellschaften derartig hochkomplex, dass der Versuch in einem einzigen großen Bruch, in einem einzigen großen historischen Akt, die Gesamtheit von Verhältnissen ändern zu wollen, mit großer Sicherheit scheitern muss. Chaos wäre vermutlich das Ergebnis. Und die, die es eben noch mitgetragen haben, würden abgeschreckt sein. Also die Revolution auch nicht als die Lösung, obwohl sie aufmerksam macht auf das, was eigentlich notwendig ist. Sodass zu überlegen war, wie denn nun eigentlich die Vorzüge von beiden Herangehensweisen ausgeschöpft und bewahrt werden könnten, aber die Nachteile, die Defizite überwunden. Und der Begriff dafür heißt eben Transformation nach Polanyi, große Transformation, die von einem Gesellschaftssystem in das andere hineinführt. Wir haben am Institut für Gesellschaftsanalyse einige von uns die Überlegung entwickelt, dass man aber sehr deutlich machen müsse, es ginge nicht darum, in den kommenden Zeiten erst sozusagen eine progressive Reformperiode zu haben und dann würde der Bruch kommen zu der dann eigentlichen Gesellschaft, der solidarischen, großen, sozialistisch-demokratisch-grünen, sondern voraussichtlich haben wir einen längeren Prozess vor uns, in dem es um viele Schritte der Verbesserung des Lebens geht. Aber mitten in diesem innersystemischen Transformationsprozess, mitten in dieser noch im Kapitalismus sich bewegenden Transformation, mitten in die hinein müssten Einstiegsprojekte geholt werden für das Überschreiten des Kapitalismus, was nämlich nicht erst nach einer Phase von progressiven Reformen beginnt, sondern mitten in dieser voraussichtlich längeren Phase schon stattfindet, sodass innersystemische Transformation und systemisch überschreitende Transformation sich überschneiden, die letztere hineingeholt wird in die erste, während diese noch weiterläuft. Und in diesem Sinne doppelte Transformation als Orientierung für die Kämpfe, die für uns sind. Zweitens ist natürlich die Frage, wie die denn getragen werden könnte, wie sie beginnen könnte, wie sie vonstatten gehen wird. Und ich glaube, dass die Antwort wohl sein muss, es geht immer um die Selbstermächtigung von unten. Es geht immer darum, dass in den Projekten und Initiativen vor Ort, aber auch auf höherer Ebene, auf gesellschaftlicher Ebene, sich Menschen selbst ermächtigen, die Dinge in die Hand zu nehmen und voranzutreiben. Also Selbstermächtigung. Wenn wir zum Beispiel in Berlin die Erfahrung mit der Mieterbewegung nehmen, wo Menschen immer mehr spüren, dass sie ihr Leben nicht mehr im Griff haben, wenn sie nicht mehr wissen, wie sie ihre Wohnung bezahlen sollen, dann... Ah, furchtbar. Entstand daraus die Einsicht, dass das
Kapitaleigentum der großen Finanzakteure, die zugleich Eigentümer der großen Wohnungskonzerne sind, eben elementaren Lebensinteressen der Bürgerinnen und Bürger entgegensteht und dass sie sich gegen dieses Eigentum, in diesem Falle in der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen, wenden müssen, wenn sie zum Kern der Dinge vordringen wollen und fast ein Wunder, dann in einem Volksentscheid 56,4% der Berliner entscheiden sich, die da gewählt haben, für eine Enteignung der großen Wohnungskonzerne, wenngleich auch inzwischen die Anstrengungen groß sind, auf juristischem Wege diesen Entscheid wieder zu verschleppen und zu unterlaufen. Aber immerhin, hier wurde ganz deutlich, wie Kämpfe um Entwicklungen im Kapitalismus, also die Mieten bezahlen zu können und nichts weiter, was ja den Kapitalismus selbst nicht in Frage stellt, Anschluss finden, sich vermengen mit einem Einstecksprojekt in die Überschreitung der Strukturen, die dem Ganzen zugrunde liegen. Also die These, dass es um die Selbstermächtigung in Projekten und Initiativen von unten geht. Aber drittens, eine Summe von einzelnen Projekten wird sicherlich nicht den Bruch mit dem Ganzen bringen, sondern sie müssen irgendwie zusammenkommen. Sie müssen verbunden werden. Es muss herausgefunden werden, was das Verbindende zwischen den vielen einzelnen Projekten, Initiativen, Milieus und Bewegungen ist. Die Grenzen zwischen ihnen, die ja gegenwärtig ausgeprägt sind, müssen überschritten werden. Aber gegenwärtig beobachten wir oft, also ich spreche da mal betrübt sozusagen für die Prozesse und den Zustand in der Linken, dass auf der einen Seite die Voten stark sind, für soziale Reformen sich zu engagieren, an der Seite der am meisten Betroffenen, Abgehängten und am meisten Außenstehenden. Und auf der anderen Seite wird dann so getan, als wenn feministische Ansätze, Umweltbewegungen, also identitäre Bewegungen aller Art, etwas ganz anderes sind, auf einem anderen Feld sich bewegen. Und beides wird in der Debatte oft gegeneinander gesetzt, was natürlich zutiefst zerstörerisch ist. Das sozialkommunistische Element, also das Eintreten beispielsweise für ein großes Gewicht von sozialen und materiellen Infrastrukturen für die Sphäre der Care-Arbeit, wird gesetzt, nicht selten, gegen das Libertäre, in dem die individuelle Freiheit der Einzelnen hochgehalten wird, als würde nicht das Sozialkommunistische und das Libertär-Individuelle nur zwei Seiten ausmachen dessen, was ein demokratischer Sozialismus genannt werden kann. Aber wenn man diese verschiedenen Momente zusammenbringen möchte, dann entsteht viertens die Dringlichkeit, das Gemeinsames herauszufinden zwischen den verschiedenen Momenten, die Transformation bedeuten können. Das heißt, es entsteht die Dringlichkeit, herauszufinden, was eine die kommende Transformation prägende moderne linke Erzählung sein könnte. Eine moderne linke Erzählung, die zugleich Erzählung sein kann für alle humanistischen, demokratischen Kräfte. Ich betone das mit dem Linken. Wir sind ja hier im Hause, was der Linken nahe ist. Aber man könnte es auch umdrehen. Es geht um eine Erzählung der humanistischen Kräfte dieser Erde, in die sich die Linke einzufügen hat. Die Neoliberalen hatten und haben ihre Erzählung, dass der Markt die Dinge richtet. Die Rechtsextremen haben ihre Erzählung, dass das Völkische der Angelpunkt einer Lösung sein soll, und verbreitet ist die Erzählung, dass technologische Prozesse der wirkliche Zugang zur Lösung der großen Menschheitsprobleme, der Umweltprobleme zumal wäre. Aber die Linke sucht immer noch und mit ihr alle anderen humanistischen Kräfte nach einer vereinigenden, modernen Erzählung.
und ist sich nicht ganz im Klaren, ob sie überhaupt geben kann, angesichts der Vielzahl von Kräften und Strömungen, die zunächst mal ihre eigene Erzählung haben. Und die Frage ist, was denn der Mittelpunkt, der Kern, das Innerste einer solchen Erzählung sein könnte. Und ich stelle mir vor, was überhaupt nichts Neues ist, das ist überhaupt nicht alles, alles ist nichts Neues, sondern es ist nur der Versuch einer Kombination verschiedener Momente, die wir alle sowieso alle diskutieren. Also ich stelle mir vor, dass es zwei arithmetische Punkte sozusagen gibt für eine die Zeit prägende Transformationserzählung, nämlich auf der einen Seite Bedingungen zu schaffen für die volle Entfaltung der Individualität, der individuellen Freiheit der Einzelnen. Das ist, macht eigentlich den ganzen Sinn eines demokratischen Sozialismus aus. Und auf der anderen Seite dies im Frieden mit der Natur und generell im Frieden der Völker zu tun. Zwei archimedische Punkte sozusagen und drumherum, wie in einer Ellipse, müsste alle vernünftige Politik kreisen auf allen einzelnen Feldern der Politik. Beides müsste immer Maßstab von Politik sein. Und die Frage ist nun, wie eine solche Erzählung aus der Fülle der einzelnen Erzählungen, die es ja gibt, entstehen könnte und nur entstehen kann. Und das ist die fünfte These, nämlich in öffentlichen Diskursen. Es geht darum, in öffentliche Diskurse zu geraten, in denen nicht mehr nur die Herrschenden die Meinungshoheit haben, sondern in denen die Linke ihre Positionen glaubhaft, anziehend, attraktiv zu präsentieren vermag. Das wird kräftig von Seiten der Machteliten zu verhindern versucht, aber wo humanistische Köpfe da sind, die ihre Dinge zu präsentieren wissen, gelingt das ja nicht total. Und außerdem geht es auch nicht nur um die großen Diskurse, es geht auch um das kleine Gespräch von Tür zu Tür in den Kiez, in den Kiezen, in den örtlichen Bereichen und nicht zuletzt im Internet. Es gibt eine Studie in der Stiftung, die leider belegt, dass die Rechten nicht selten, die Verschwörungstheoretiker, erfolgreicher unterwegs sind als die Linke im Internet. Hier haben wir enorm viel nachzuholen. Also Diskurs unterwegs zu einer großen humanistischen, transformatorischen Erzählung. Sechstes Moment. Ich glaube, ich muss jetzt... Also mal ganz knapp noch angedeutet. Nee, du hast noch Zeit. Die Linke, die mit ihr verbundenen Kräfte, die demokratischen Akteure dieser Gesellschaft sind ja nicht allein, sondern die Macht haben die Herrschenden, haben die Machteliten. Und deshalb ist eine ganz fundamentale und entscheidende Frage, wie denn die Machteliten reagieren werden, wenn demokratische Akteure all das versuchen würden, was ich hier andeute. Wie werden die reagieren? Die einen reagieren, und das nicht zu knapp, in der Richtung von Rechtsextremismus bis zum Neofaschismus und mit rechtspopulistischen Orientierungen, Trumpismus, Bolsonarismus, Polen, Italien, Slowenien und andere Länder, Ungarn. Also das ist die eine Richtung und die andere, ist nicht zu übersehen, wenn man mal daran denkt, was es alles so gibt. Wenn man mal sucht, was es alles so gibt. Es gibt eine Fülle von Programmen, in denen die Herrschenden versuchen, sich einzustellen auf einen grünen Kapitalismus, der aus der Sicht der demokratischen Akteure natürlich noch weit weg wäre von einem libertär-demokratischen Green New Deal. Aber sie versuchen das immerhin. Schwab, der langjährige Chef des Davoser Gipfels,
erklärt, dass die Zeit des Neoliberalismus vorbei sei. Es gibt ein Nachdenken in den Machteliten, Mützenich zum Beispiel, der Fraktionschef der SPD im Bundestag, mahnt in der jüngeren Zeit intensiver und fraktionsintern noch intensiver an. Man müsste sich eher um diplomatische Vorbereitung von Waffenstillstand und Friedensverhandlungen als auf was anderes konzentrieren. Also es gibt schon Anzeichen für Bewegungen in den Machteliten, an denen die Linke anknüpfen müsste. Ich halte es für problematisch, wenn man einem Teil oder wenn man jedem Teil jeder Fraktion der Machteliten abspricht, dass sie sich bewegen könnten. Weil wenn sie das gar nicht könnten, dann gäbe es überhaupt keine Chance, sich auf einem reformerischen Weg zu bewegen, der sich öffnet für Brüche mit dem System. Dann gäbe es nur nach einigen nicht weitreichenden Reformen den großen Bruch, und den halte ich nur wieder für nicht ganz machbar. Es ging also auch um Machtpositionen im Staat, will ich nicht weiter ausführen. Ich will noch einen Punkt stark machen als letzten Punkt: Erneuerung der politischen Kultur der Linken und der demokratischen Akteure in der Gesellschaft überhaupt. Die Rechten setzen alle ihre Potenzen ein, um Negativpotenziale von Menschen, Gewaltneigung, Aggressivität, Hass, Fremdenfeindlichkeit und so weiter zu mobilisieren und in die Waagschale zu werfen. Und an den Gegenkräften ist es sozusagen die moralische Seite der Transformation zu betonen. Das ist übrigens problematisch. Zum Beispiel Schneidewind, der langjährige Direktor des Wuppertal-Instituts, definiert die kommende große Transformation als moralische Revolution und postuliert, dass in den Machtkorridoren man schon weit fortgeschritten sei, dabei diese moralische Revolution zu vollziehen. Mein Shift hätte sich eigentlich in den Herrschaftsetagen längst vollzogen. Und so gesehen sei der Weg nur noch evolutionär und nicht mehr revolutionär notwendig. Also eine Verquickung von beiden, nicht auf der Tagesordnung. Und dabei handelt es sich immerhin um einen linksliberalen, progressiven Mann mit einer Fülle von Vorstellungen über notwendige Schritte einer grünen Umwälzung der Gesellschaft, der sich aber der Illusion hingibt, dass die entscheidenden Schritte in den Machteliten schon getan seien, was ich nun allerdings nicht glaube. Im Gegenteil, dass es um diesen Kampf um das Menschliche im Menschen erst geht, das wird mit einem Blick auf eine wichtige Dimension der Veränderung in der Gegenwart sichtbar. Ich meine die digitale Revolution und die Kämpfe, die es in dieser Sphäre gibt. Gerade in diesen Prozessen der digitalen Umwälzung wird sichtbar, dass eine Erneuerung der Kultur zur Mobilisierung des Menschlichen im Menschen auf der Tagesordnung steht. Wir beobachten, wie die Nutzung von Milliarden Menschen der Plattform der IT-Konzerne ja bedeutet, dass sie ständig Auskunft über sich selbst geben, dass die Auskünfte über Neigungen, ihre Abneigungen, ihre Bewegungen, ihre Nachfragen und so weiter, also über ihr Innerstes geben, und diese Auskünfte werden zu Algorithmen verdichtet, werden verdichtet zu Waren, die dann auf den Märkten von Informationen und Personenauskünften zu Massenumsätzen der IT-Konzerne führen und über die ein einflussreicher Verhaltenswissenschaftler der Harvard-Universität in einer Anwandlung von ungemeiner Aufrichtigkeit, Boris Frederick Skinner, schrieb,
was im Begriff ist, abgeschafft zu werden, ist der autonome Mensch, der innere Mensch, der von der Literatur der Freiheit und Würde verteidigt wird. Wir können froh sein, wenn wir uns von diesem Menschen im Menschen befreit haben. Nur wenn wir ihn seiner Rechte entsetzen, können wir vom Unzulänglichen, das seien die Leute gegenwärtig, zum Beeinflussbaren, das ist das, was er haben möchte, gelangen. Dagegen würde ich gern in Erinnerung bringen einen Gedanken von Johannes Bär-Becher als Herausforderung für alle Humanisten, die Linke eingeschlossen in dieser Zeit. Ich zitiere: Das noch nicht restlos ausgetilgte Gefühl, ein Mensch zu sein, wehrt sich gegen die Verdinglichung und die Selbstentfremdung des Menschen. Das noch nicht völlig zum Verschwinden gebrachte menschliche Menschen lehnt sich auf gegen das Entmenschlichende und die Unmenschlichkeit. Der Mensch steht auf im Menschen gegen sich selbst, gegen den Menschen in sich, der all das Verächtliche und Niederträchtige immer noch mitmacht. Gegen dies, es ist nun mal so, steht der Mensch im Menschen gegen sich selber auf mit dem Ruf: Es kann so nicht bleiben, wie es ist. Ich will so nicht weiterleben wie bisher. Es muss anders werden. Ich will ein anderer werden. Das könnte sozusagen den inneren Kern einer großen Transformationserzählung ausmachen. Aber dahin zu kommen, ist unendlich schwer. Der Dichter Hermann Hesse wurde gebeten zu beschreiben, wer der chinesische Reformer, Moralphilosoph Konfuzius eigentlich sei, gewesen war. Und er antwortete: Ist das nicht der, der genau weiß, dass es nicht geht und es trotzdem tut? Nur die Frage ist, wer soll es tun? Und das werden Sie uns wahrscheinlich präsentieren. Dieter, vielen Dank für deinen Beitrag. Ja.